Jo Leute, ich begrüße euch heute wieder zur GTA 5. Zum Superloop. Erstmal bin ich hier in der Garage. Da suchen wir uns jetzt erstmal ein geiles Auto aus für den Superloop. Schnell durchs Menü durchwühlen. Zack, 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 zack. Da haben wir es doch schon. Bestätigen, klack. Jetzt suchen wir uns noch ein geiles Auto aus und dann geht es auch schon auf die Piste. Da sieht man rechts den Superloop. Loopy Loop heißt er eigentlich. Ich sage mal Superloop dazu, weil so oft wie wir den schon gespielt haben, ist das für mich Superloop. Achtung, ja, den Mannequin nehmen wir. Ja, das Auto, das, ja, Silber, Schwarz. Der sieht schick aus. Den nehmen wir doch. Geile Kiste. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Drei, zwei, eins und... Ah, da geht doch ab, die Schmitzkatze. Achtung! Kriegt man da keine Gefühle im Bauch bei dem Sprung? Nein. Oh. Das ist wie echt. Achtung, nicht so schräg. Und da oben durch, kleiner Jump. Da fühlt man sich, das muss man mit einer 3D-Brille, das muss man mit einer 3D-Brille machen, das Ganze. Und versuchen wir es nochmal, ein bisschen mittiger. Ja. Und wenn wir den treffen, wäre er gut, wäre er, nein, wieder runtergefallen. Mal sehen. Alle guten Dinge sind drei und Anlauf, Anlauf und siehst mal nicht so, aber sieht, könnte, geklappt. Naja, siehst du. Und, aber dafür so einen einfachen jetzt nicht, oder was? Das gibt's doch nicht, aber er bleibt ja drauf. Das sieht gut aus. Um die Kurve. Immer den Pfeil nach. Rückwärts gucken, ob hinten noch wer kommt. Ey, das war knapp. Und jetzt kommt wieder so ein Looping, der sieht aus wie echt. Aufs Dach wollen wir natürlich nicht fallen. Dann versuchen wir es nochmal. Ach nee, macht er nicht, er fährt gleich weiter an der Stelle. So, rum, yeah. Und... schöne Melone. Dadurch. Gut hingekriegt. Sagt einem keiner, dass die Musik zu Ende ist, ne? Rum, yes. Ei, das war knapp auf der Kante. Und jetzt noch mal so ein geiler Sprung. Und yeah. Ab und zu stört sich da. Heute ging und noch einer. Achtung. Und der Jump. Ah, super. Haben wir alles im Griff hier. Und da schön durch den Tunnel durch. Ja, yes. Yeah. Bam, 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 bam. Gucken, wieder drehen und geht weiter. Das ist ja hier fast wie beim Mario Kart. Da fährt man auch ab und zu durch solche Röhren durch. Nur hier gibt es halt keine Verbrennmöglichkeiten.
Achtung, Bowser kommt da vorne. Bowser, 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 yeah! Da hätte man alle neune treffen können und ich fliege gerade vorbei, typisch. Vielleicht kommt der Sprung nochmal. Es gibt nämlich auch Sonderpunkte, wenn man da alle neune trifft. Yeah. Und? Yes, 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 yes. Ach, ich hätte die Kugel treffen müssen. Stattdessen ratze ich selber dadurch und keinen einzigen getroffen. Eigentlich hätte man die Kugeln treffen müssen. Durch die Kurve durch, um die Kurve rum. Mein, zu blöd da mal an der Kante zu fahren. Wie kann man nur gegen die Leitplanke da? Das ist doch alles, fast wie Formel 1 Rennen jetzt. Wo ist er, Hamilton? Wo ist er? Da vorne sehe ich ihn. Sprung durchs, durch und noch ein Sprung. Eieieiei. Rum, 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 yeah. Immer den Pfeilen nach. Oh, das sieht aus wie ein schöner... Da, wenn man da hinguckt und nach rechts guckt, dann ist logisch, dass man gegen die Bande knallt. Oh, wow. Schreibt mal in die Kommis, welches ihr als nächstes mal sehen wollt. Runde 2. Und jetzt kommt wieder der erste Sprung. Achtung, zack, locker. Looping. Attacke. Und jetzt kommt wieder eine Steilkurve. Gleich kommt wieder der geile Sprung, den wir jedes Mal verhauen haben. Jetzt pass auf, jetzt kommt er wieder. Und. Oh, ein bisschen weit zu vorne, 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 hoch, kommt, so, kommt, kommt. Treffer. Jawohl, und noch einer. Bisschen ja, seitlich klatscht, siehst du, haben wir es noch hingekriegt. Wieder eine Steilkurve. Ja. Nimm mal den Pfeil nach. Jetzt kommen wir da gleich wieder durch die Stadt hier. Da muss man wieder ein bisschen aufpassen. Bei dem Tempo könnte es gefährlich werden, aber geschafft und sauber. Sauber. Achtung. Da ist er wieder. Durch die Röhre durch, dann kommen wir auch gleich demnächst wieder zu den Kegeln. Achtung, jetzt kommt ein Jumpe. In Zeitlupe. Boing. Pium. 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 Pum. Pium. Und eine kleine Drehung und um die Kurve. Yes. Ja, da haben wir es doch wieder. Bam, bam, bam. Oh, bin ich doof. Ja, ich weiß, dass ich doof bin. Dann würde ich ja die Kurve besser nehmen, der Junge. Ach, wenn man zu viel redet, aber da geht es ja trotzdem weiter. Das ist natürlich nicht so gut. Ich wünsche mir, dass mit meinen Daten verantwortungsvoll und sicher umgegangen wird. Für mich ist wichtig, dass private Sachen einfach zu machen. Jetzt kommt wieder ein super Looping. Oh. Hallo, ich bin Janina und ich arbeite am Datenschutz bei Google. Google erfasst Aktivitätsdaten, um unsere Dienste zu. Und nochmal. Jetzt kommt ein Sprung. Vielleicht sitzt sie das schon. Nee, das ist wieder ein Looping. Oder auch Videos, die sich bei YouTube anschauen. Gleich kommt wieder der Supersprung mit den Kegeln, mit den neuen. Ja klar, das geht. Und zwar können Sie dafür einfach in Ihr Google-Konto gehen und dort können Sie dann entscheiden, ob und wie lange. Baby, yes, er schafft es. Er kommt durch, das ist wie bei Mario Kart. Ja, wo ist Bowser? Da ist er. Wenn Sie zum Beispiel wissen, wonach Sie in der Vergangenheit schon mal gesucht haben, dann können wir automatisch... Da wird einem ja schwindelig, wenn man da durchfährt, durch dieses Labyrinth hier. Oh. Aber man kommt vorne und die Kegel wieder nicht. Ich muss die Bowlingkugel vorne treffen. Aber man sieht, eine habe ich vorhin getroffen, die liegt da nämlich noch rum. Ja, genau. Supi. Ja, gleich sind die zwei Runden um. Und ich habe euch das nur mal so gezeigt, wie schön so ein Spiel sein kann. Wenn man das Lenkrad anschließt.
Musik ist auch schon wieder aus, das heißt, ich bin ja auch gleich fertig. Und jetzt kommt wieder Super Loop. Da dürfte das Ziel sein. Siehst du, das war's doch schon. Du bist Erster. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye bye.